Herzlich willkommen zur Live-Trade-Besprechung. Gestern habe ich die CTRP-Aktie getradet. Warum ich die getradet habe und wie das Endergebnis aussieht, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Zuerst seht ihr hier einen kurzen Ausschnitt, einen Screenshot, den ich gemacht habe. Das Endergebnis in dem Trade waren knapp 1000 Dollar, genau genommen 1098 Dollar. Vorher lag ich knapp 300 Euro hinten. Das könnt ihr hier sehen, wie es dazu gekommen ist und wie der Trade verlaufen ist. Das schauen wir uns, wie gesagt, jetzt gemeinsam an. Warum habe ich die Aktie getradet? Vor mir seht ihr den Screener, den ich verwende für meine Analyse. Und ja, das Schöne an dem Scanner ist, dass ihr das Ganze nach verschiedenen Kriterien filtern könnt. Wenn ich meine Analyse beginne, das ist das Erste, was ich mir immer ansehe, welche Aktien haben mit dem Gap eröffnet. Das seht ihr hier. Wenn ich hier einmal draufklicke, seht ihr, dass sich das ändert. Jetzt ist gefiltert nach dem Down Gap. Ja. Alle, die mit einem Down Gap eröffnet haben, wenn ich wieder draufklicke, dann seht ihr alle Aktien mit dem Up-Gap. Und es war ziemlich auffällig, dass die erste Aktie, die mir vorgeschlagen wurde, war genau die CTRP. Die hat eröffnet mit einem Down-Gap von, ich sage jetzt mal, knapp 14% und mit dem Up-Gap. Und ihr seht, nebenan habe ich gleich noch die Nachrichten. Das ist das Schöne an dem Scanner. Das heißt, ich muss nicht wechseln zwischen technischen Kriterien und der letztendlichen Nachricht. Warum hat die Aktie mit einem ziemlich großen Abgabe eröffnet, das seht ihr hier. Die Earnings per Share sind deutlich besser ausgefallen, als es erwartet war. Zusätzlich sind die Sales deutlich besser ausgefallen. Ja, das seht ihr hier nach der Zeit chronologisch geordnet. Und hinzu kam noch, dass ein paar Minuten später JP Morgan die Aktie nochmal abgegradet hat und so ist dementsprechend das große Abgabe entstanden. Um euch das näher zu zeigen, wechseln wir einmal in meine TradingView Analyse Plattform und ihr seht hier den Chartverlauf der Aktie, ja, über den ganzen Tag und ich zeige euch jetzt mal genau, was ich Pre-Market mir eingezeichnet habe, wie ich die analysiert habe und warum ich die dann letztendlich gehandelt habe. Eine Sache fällt mir jetzt noch auf, die ich euch gerne noch zeigen würde, und zwar ist ja das Wichtigste immer die Auswahl der Aktien, ja? Das heißt, ihr könnt nur gut traden, wenn ihr auch gute Aktien tradet. Und das hängt sehr, sehr viel mit dem Volumen zusammen. Ihr seht jetzt hier in der CTRP, die hat ein durchschnittliches Volumen von knapp 4 Millionen. Und am gestrigen Tag, ja, hat sie knapp 36 Millionen gehandelt. Ja, also viel, viel mehr, als das normalerweise der Fall ist. Und das ist natürlich für uns die Gelegenheit, die Aktie dementsprechend zu traden. Denn da ergeben sich Chancen, die wir, ja, ich sage jetzt mal, an normalen Tagen in der Aktie dementsprechend nicht hätten. Dann machen wir weiter mit der Analyse. Wir gehen wieder in TradingView rüber und ich zeige euch, wie es Pre-Market aussah. Dazu blende ich einmal unten die Verlängerung ein und wir können jetzt hier sehen, einmal, was war die Cash Session und was war Pre-Market. Das dunkelblaue, was ihr hier seht, ja, das ist die Pre-Market Session und ihr seht, ich habe mir ein paar Level eingezeichnet. Ich muss dazu sagen, ich zeichne mir nicht allzu viele Level ein, sondern nur wirklich signifikante, und ihr seht jetzt hier in pinker Farbe seht ihr das Pre-Market Low auf der 37,78 und ihr seht das Pre-Market High auf der 14,17 und das Gelbe, was man hier sieht, das ist der Pre-Market VPOC auf der 38,97, ja, also der meistgehandelte Preis in der Pre-Market Session, und ja, das war die Analyse, die ich vorgenommen habe, Pre-Market. Jetzt machen wir Folgendes, jetzt schauen wir uns die Aktie ein bisschen genauer an, ja, so wie sie gehandelt hat. Das heißt, das Endergebnis, dass sie dann nochmal deutlich nach oben gestiegen ist, ja, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, das denken wir uns jetzt mal weg. Dazu blende ich einmal das Profile aus, was wir hier sehen, und wir nutzen einmal das sogenannte Fixed Range Profile. Ja, das könnt ihr hier einstellen unter Indikatoren, dann geht ihr auf Volumenprofil und wählt hier Fixed Range einmal aus. Und dann profilen wir nur das, was ich zu dem Zeitpunkt, wo ich die Aktie getradet habe, dementsprechend auch gesehen habe. Und jetzt fallen hier schon mal zwei Dinge auf. Ja, wir sehen also, am Anfang hieß es in der Aktie, ziemlich Geduld zu haben, denn wir liefen mehr oder weniger nur seitwärts. Dann ist Folgendes passiert, und das war das Schöne, weshalb ich die auch weiter beobachtet habe, denn die Wahrscheinlichkeit war sehr, sehr hoch, ja, wenn man das restliche Marktumfeld beobachtet hat, dass wir noch eine Richtung sehen, die deutlich nach oben geht. Ja, es gab für mich kein anderes Szenario im Vorfeld, als dass die Aktie, die Range, die wir hier sehen, ja, ich zeichne die mal kurz ein, also ich meine genau diese Range, die wir gebildet haben in der ersten Stunde, dass wir die nach oben hin verlassen werden.
Wir sehen jetzt hier eine Marktphase, was wir Seitwärtsphase nennen. In dem Fall wissen wir es, es war eine Akkumulation. Ja, haben wir hier über einen sehr, sehr langen Zeitraum akkumuliert und sind dann nach oben ausgebrochen. Und diesen Ausbruch habe ich noch nicht getradet. Was wir uns gleich ansehen, ist folgende Range. Nachdem der Ausbruch kam, ja, sind wir wieder seitwärts gelaufen und in der Phase konnte ich meinen Trade realisieren. Und das schauen wir uns gleich nochmal an, wie ich den gemanagt habe und wie er letztendlich ausgegangen ist. Dazu möchte ich nochmal eine Sache sagen, die ja von vielen, ich sag jetzt mal, nicht richtig betrachtet bzw. angewendet wird. Ich weiß genau, dass viele das Ergebnis immer sehr, sehr schnell haben wollen. Ja? Am besten läuft die Aktie gleich von Beginn an nur in eine Richtung und man macht einfach dann dementsprechend die Trades. Ja, in der Aktie braucht man einfach ein bisschen Geduld. Die hatte extrem viel Potenzial und dadurch, dass sie so lange seitwärts gelaufen ist und Positionen akkumuliert hat, war es mehr oder weniger klar, dass wir noch eine sehr, sehr große Bewegung sehen werden. Und ich glaube, dass viele, die die Aktie vielleicht von Beginn an auf der Rechnung auch hatten, nicht bei der Aktie geblieben sind, ja, weil sie nicht so schön in eine Richtung lief. Und das möchte ich nochmal ganz deutlich klarstellen. Ja. Wir brauchen immer diese Seitwärtsphase. Wir wissen, umso länger, ich sage jetzt mal, die Aktie auch seitwärts läuft, umso mehr Volumen da akkumuliert und angesammelt wird, desto größer ist wahrscheinlich auch die Bewegung, die wir im Anschluss sehen. Und deswegen hatte ich die Aktie die ganze Zeit auf dem Schirm und bin dann dementsprechend, als wir diese Anfangsrange, die wir gesehen haben, mehr verlassen haben, dementsprechend eingestiegen. Und wenn man sich das Marktumfeld angesehen hat, war es eigentlich klar, dass wir nur in eine Richtung laufen. Dazu schauen wir uns jetzt als nächstes einen kurzen Mitschnitt meines Trades an und ich werde euch gleich noch ein paar Sachen zeigen, die ich gesehen habe in der Aktie. Und wir sehen jetzt hier genau die Range, die ich eben angesprochen habe. Ich habe zwei Versuche gebraucht. Ihr seht hier, der erste Einstieg war genau auf der 40,59. Ich habe eine kleine Teilposition oben an der Range verkaufen können und bin dann beim zweiten Mal Break-Even ausgestoppt worden. Und dann direkt wieder in den Markt auf dem gleichen Preis und der Trade, ja, der lief dann direkt für mich an. Und dazu starte ich einmal den Mitschnitt und ihr seht jetzt, dass ich zu dem Zeitpunkt bin ich knapp 40 Euro vorne. Ich habe anfangs, das seht ihr hier unten, habe ich 3000 Aktien gehandelt. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch 2800 Aktien im Rennen. Ihr seht jetzt hier immer die Net PNL, also das Ergebnis des aktuellen Standes, und ja, wir liefen jetzt noch ein bisschen seitwärts und dann kam, wie eben schon mal gesagt, der Ausbruch nach oben, ja, und dann lief die Aktie auch mehrere Dollar nur in die eine Richtung. Ihr werdet gleich sehen, und das kann man vielleicht auch festhalten, ja, ich habe den Trade ja sehr, sehr aggressiv gemanagt. Also ich habe am Anfang schon sehr, sehr viele Positionen glattgestellt. Und die wirklich große Bewegung, und das ist, wenn man vielleicht einen kleinen Fehler ersehen will, was das, dass ich einfach zu früh die Position glattgestellt habe. Warum ich das gemacht habe, da gehe ich aber auch gleich nochmal drauf ein. Im Nachhinein weiß man es natürlich immer besser, aber wenn ich mir das Endergebnis angucke, könnte man sagen, ja, dass ich ein bisschen zu früh, ja, zu viele Positionen ausgescaled habe, also Teilverkäufe gemacht habe, aber wie gesagt, ich zeige euch gleich noch, was ich mir dabei gedacht habe und warum ich das in dem Moment, ja, einfach so für die richtige Wahl hielt. Dazu gehen wir noch mal ein bisschen nach vorne. Ihr seht, der Trade dauert insgesamt knapp noch mehr als 25 Minuten. Das schauen wir uns natürlich nicht alles im Detail an. So, jetzt seht ihr, dass hier der Ausbruch kam. Wichtig ist immer hier unten, dass ihr euch angucken könnt, wie viele Aktien ich dementsprechend noch im Rennen habe. Und wir sehen, dass wir jetzt die Range, die wir gewählt haben, nach oben verlassen. Ihr seht auch, wie ich den Trade manage. Ich habe ihn in dem Fall immer passiv gemanagt, da werde ich im Anschluss gleich nochmal drauf eingehen, was ich unter aktiv und passiv verstehe. Ja, in dem Sinne habe ich das Ganze mit Teilpositionen. Ihr seht hier, dass ich Teilpositionen in dem Markt untergebracht habe und habe so halt mir ja immer Teilgewinne nach unten abgesichert. Man kann das aber auch aggressiv managen. Ich gehe gleich nochmal drauf ein, was ich damit meine. In dem Fall, in der Aktie, war es für mich die richtige Wahl, das Management in dem Sinne eher passiv zu gestalten. Und warum, wie gesagt, sehen wir uns gleich noch an.
So, ich lasse das jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Ich zeige euch vielleicht noch mal ganz kurz, für die, die zum ersten Mal zuschauen, was wir überhaupt sehen. Ja, noch mal ganz kurz dazu eine Zusammenfassung, was wir hier überhaupt auf meinem Bildschirm sehen. Wir sehen hier den Chart, das ist, glaube ich, den meisten bekannt. Ja, in der Mitte sehen wir einen Footprint-Chart. Da kann ich sehen, welche aggressiven Marktteilnehmer wie miteinander interagieren. Wir sehen auf der linken Seite sehen wir alle, die Market verkaufen, und auf der rechten Seite, das habe ich so eingestellt, sehen wir alle, die Market kaufen. Auf dem linken Bildschirm sehen wir die sogenannte Heatmap. Ja, hier kann ich sehen, welche Limits im Orderbuch liegen. Das Ganze ist schön visuell grafisch dargestellt. Ist einfach deutlich einfacher für mich zu erkennen, als wenn ich nur ein klassisches Orderbuch hätte. Ja, ihr könnt euch merken, oder für die, die das zum ersten Mal sehen, das Orderbuch wird hier einfach durch die Linien grafisch dargestellt. Umso heller die Linie erscheint, desto mehr Liquidität, umso größer ist die Order auf dem jeweiligen Preis. Das ganz kurz dazu. So, ihr seht jetzt, dass der Trade sehr, sehr gut anlief. Ja, mein Einstieg war hier auf der 40,60 und ja, mittlerweile habe ich den größten Teil meiner Position glattgestellt. Und ich würde sagen, wir schauen uns dazu nochmal das Endergebnis an. Ja, ihr seht jetzt hier, dass ich zu dem Zeitpunkt knapp noch 50 Aktien im Rennen habe und dass ich sehr, sehr schnell begonnen habe, meine Position glattzustellen. Die Erwartung bzw. die Befürchtung, die ich hatte, war, nachdem wir niemals so richtig Momentum aufgenommen haben in den Trade, war folgende. Was wir sehr, sehr häufig sehen, ist, wenn wir sehr, sehr allmählich so nach oben laufen, wie wir es getan haben. Ja, ist meine Erfahrung gewesen, dass es auch Folgendes passieren kann, dass wir extrem schnell, ja, so nach unten laufen mit Momentum. Und deswegen habe ich mein Trade Management in dem Sinne so aggressiv gestaltet, dass ich sehr schnell begonnen habe auszuscalen und hier dementsprechend immer das Ganze mit Stops abgesichert habe. Ja, das nochmal ganz kurz dazu, warum ich so schnell so früh ausgescaled habe. So, wenn wir uns im Endeffekt die Aktie dann nochmal ansehen, dann sieht man eine Sache, ja, dass nachdem wir diese Range gebildet haben, war das Endergebnis, dass wir noch mehrere Dollar nach oben gelaufen sind. Und mein Trade, nochmal ganz kurz zur Illustration, ja, hier war der Einstieg. Nee, sorry, hier war der Einstieg in dem Bereich. Und mein ganzer Trade bzw. mein Trade Management war hier zu Ende. Das heißt, an dem Bereich habe ich alles komplett ausgescaled. Und ja, der Trade war dementsprechend zu Ende. Endergebnis, wie eben gesagt, waren knapp 1000 Dollar. Und ihr seht, ja, dass die Aktie dementsprechend noch weiter gestiegen ist. Was ihr euch merken könnt, und deswegen habe ich gesagt, war der Trade vielleicht nicht optimal. Ja, wenn wir diese guten News in der Aktie haben und die Aktie erstmal sehr, sehr lange seitwärts läuft und ihr seht, dass da auch sehr, sehr viel Volumen umgesetzt wird. Ja. Das beides in Kombination, das kann euch eigentlich die Erwartung geben, dass das genauso passiert, wie es jetzt eingetreten ist, dass wir eine sehr, sehr große Bewegung in eine Richtung sehen. Und das soll dir immer in euer Trade Management mit anpassen und beziehungsweise mit einplanen. Und deswegen habe ich eingangs gesagt, dass ich vielleicht ja ein bisschen zu schnell ausgescaled habe und dass halt deutlich mehr noch drin gewesen wäre. Das soll es für heute gewesen sein. Wenn ihr mehrere Live-Trades haben wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.